mal hier an der Kita unterwegs. Die ist mal ursprünglich schön gestaltet worden. Kennt ihr recht, hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Und ja, heute haben wir uns mal einen Sprayer mit in die Kuh geholt. Und das ist aber ein guter Sprayer. Der bringt das nämlich wieder in Ordnung, was hier leider Gottes irgendwelche Idioten gemacht haben. Die haben hier nämlich Text dran gemacht und Schmierereien. Ich habe das Bild davon eingeblendet. Und ja, das schöne Bild ist kaputt gewesen. Und hier sieht man überall auch noch Reste von Takes. Die bringen wir heute wieder in Ordnung, damit sich die Kinder wieder freuen. Und ja, wir wieder Spaß dran haben. Hier sieht man auch, ja, einfach Idioten. Also, wie gesagt, es gibt gute Sprayer. Einen haben wir da hinten, ich stelle gleich nochmal vor. Und dann gibt es eben Idioten, die keinen Respekt vor gar nichts haben und sowas wieder zuschmieren. Tja, jeder, der sich wundert, dass wir jetzt hier auch mit Sprayern zusammenarbeiten, ist in der Tat so, was alle schon vermutet haben. Wir arbeiten zweischichtig oft. Tagsüber macht die eine Kolonne alles sauber und nachts ist dann die andere unterwegs. Nee, so ist es natürlich nicht. Hier haben wir den Mario mit ins Boot geholt. Der ist Graffiti-Künstler und verdient tatsächlich sein Geld damit, der kann das. Und also ist er einer der Guten, der für uns arbeitet und hier mithilft, dass diese Kita wieder schick wird und sich die Kinder freuen. Und ja, das macht auch Spaß. Das macht uns bei unserer Arbeit auch Spaß, hier was Gutes zu tun. Und lachende Kinder auch, was gibt es Schöneres. Schmieren wie du willst, da passiert nichts. Sind wir hier gleich fertig, liegen in den letzten Zügen und wie gesagt, hier unten im Link füge ich ein paar Links bei mit Informationen zu Mario. Und wenn euch das gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Und ja, also wir engagieren uns gern bei Kitas und Schulen, das machen wir auch nicht immer, aber öfters mal kostenlos. Also wenn Sie da irgendwas haben, irgendeine Schule betreuen oder irgendeine Kita, sprechen Sie mich gerne an, schicken mir eine E-Mail. Vielleicht können wir auch was für Sie tun. Danke und tschüss.